Es war offenbar Liebe auf den ersten Blick. Ammenkohalter Jörg hofft darauf, in der aktuellen Staffel von Bauer sucht Frau die Liebe seines Lebens zu finden. Beim Scheunenfest entschied sich der 48-Jährige dazu, Patricia zu sich auf den Hof einzuladen. Und darüber könnte die Verwaltungsfachangestellte nicht glücklicher sein, Patricia ist von Beginn an bis über beide Ohren verliebt in Jörg. Als die 40-Jährige zur Hofwoche anreist, kommen sie und der Ammenkohalter sich direkt näher, sie küssen sich bereits bei der Begrüßung am Bahnsteig. Ich hätte das nie gedacht, dass ich mich überhaupt so schnell nochmal verlieben kann. Das war wie ein Blitzschlag, kann man sagen, schwärmte der 48-Jährige. Aber auch die Verwaltungsfachangestellte schwebt bereits auf Wolke 7. Es ist wirklich verrückt. Weil ich kenne ihn ja noch gar nicht. Aber da ist dieses Gefühl, er würde mein ganzes Leben schon zu mir gehören. Die Fans der Kuppelshow amüsieren sich sofort köstlich über die überstürzten Liebesbekundungen. Ich glaube, Patricia geht nie wieder, kommentierte ein Zuschauer das Geschehen auf Twitter. Glaube, Patricia ist so ein kleines bisschen verliebt, witzelte ein weiterer User. Sie ist aber auch leicht zu begeistern, äußerte hingegen ein anderer Fan der Sendung.